Meine Damen und Herren, zweiter Stream auf Twitch mit dem Blumenkranz-Schalsaal, mit Eleonore von Aquitanien in Britannien, mit Queen Ellie und King WB. Letztes Mal, Beginn einer neuen Mini-Aufzeichnungsstaffel für die YouTube-Leute, Ende des letzten Abends. Ein furchtbarer Moment. Es begann ein Zeitalterwechsel, ereignete sich und es begann ein dunkles Zeitalter. Zwei unserer Städte drohen zu rebellieren. Es sind Bullhaven und Bullhammer. Ich bin angewiesen auf die klugen Vorschläge der Schwarmintelligenz im Chat und auf solche Unterstützung wie von Bully Power. Danke dir fürs 14. Abo. Moin, moin an dich. Und natürlich vielleicht noch ein paar der YouTube-Zuschauer, die im Nachhinein sagen, hey, hättest du damals nur, wie von mir gerade gesehen, so und so geklickt, hättest du vielleicht in mehreren Folgen erfolgreicher abgeschnitten. Wir besuchen als erstes uns eine Widmung aus im dunklen Zeitalter. Wir haben Riesenprobleme mit dem Loyalitätsdruck gegenüber den Mongolen. Die haben ein Heldenzeitalter erwischt. Jeder Bürger hatte 1,5 Loyalitätspunkte Druck auf benachbarte Städte. Wir haben ein dunkles Zeitalter und es hat pro Bürger nur einen halben Punkt Druck. Also ein Drittel so viel zählt einer unserer Bürger loyalitätstechnisch wie ein Bürger der Mongolen. Wir suchen uns eine Widmung raus. Und üblicherweise nimmt man hier die freie Forschung. Das gibt einen Zeitalterpunkt. Wir wollen vielleicht ein cooles neues Zeitalter haben demnächst. Wir bekommen einen Zeitalterpunkt, wenn wir ein Heureka bekommen oder wenn wir ein Gebäude auf einem Campus-Distrikt errichten. Wir könnten auch andere Sachen machen. Wenn wir uns sicher wären, dass wir eine Religion bekämen und kurz davor sind, dann würde Exodus der Evangelisten durchaus sinnvoll sein, aber wir sind weit, weit, weit von einer Religion entfernt. Zwei Religionen sind unmittelbar davor, gegründet zu werden. Das sieht man hier in der großen Prophetenübersicht. Zwei Spieler, die wir namentlich noch nicht kennen. Wir spielen mit zufälligen Gegnern. Wir kennen bislang nur Genghis Khan und seine Mongolen. Zwei sind kurz davor, Religionen zu gründen. Wir kennen die Mongolen und irgendwo sind noch zwei andere. Es sind insgesamt auf so einer Karte, eine kleine Karte, haben wir vier oder fünf Religionen im Spiel. Vier, glaube ich, ne? Frage an den Twitch-Chat. Habe ich das richtig im Kopf? Bei dieser Kartengröße, vier Religionen im Pool, Chat bestimmt mir das, bestätigt mir das. Das heißt, wenn die zwei gründen, dann können nur noch zwei weitere gegründet werden. Eine wird nicht immer, aber auch häufig gegründet durch die Fertigstellung von Stonehenge. Das heißt, wenn eine andere Religion nachher, ein anderes Reich hinter uns, vor uns eine Religion bekommt, erwischen wir gar keine. Dann würden wir ohne Buddhismus oder ohne Christentum oder was auch immer bis zum Ende aller Zeiten auskommen. Das wäre unschön, aber es wäre nicht der Weltuntergang, es wäre nur mega, mega peinlich. Und jetzt ist die Frage, wie halten wir dem Loyalitätsdruck statt der Nachbarn? Die einfachste Methode ist, mehr Bürger produzieren in beiden Städten. Wir haben hier zwei kleine Städte, das heißt, die haben schnell weitere Bürger. Hier in 7 Runden einer, die 14, das dauert lange. Wir müssen gucken, ob wir auf schnelles Nahrungswachstum reinkommen. Sieht nicht sehr danach aus. Maximal 2 Nahrungspunkte hier vorne. Wir können auch kein Geländefeld dazu kaufen, das 3 Nahrung bringt. Doch hier unten. Wir könnten 60 Gold hier unten investieren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir haben nur plus 2 Gold im Plus. Wir haben kaum Goldquellen. Haben mehrere Bogenschützen in unserer Armee. Und jeder Bogenschütze kostet 1 Gold Unterhalt Runde für Runde. In Bullhammer haben wir in 7 Runden den nächsten Bürger. Hier könnten wir auch Nahrungsfelder dazu bekommen. Das hier unten ist ein dickes Nahrungsfeld. 3 Nahrung, 2 Produktion. Das haben wir sogar relativ fix mutmaßlich. Der nächste Bürger kommt dann bald. Und wenn wir die beiden haben, dann sieht es etwas besser aus. Allerdings werden auch die Nachbarn. Ich vermute, hier ist eine Stadt und hier ist eine. Also zwei Städte stehen sich gegenüber, auch was bekommen. Wenn wir ein Monument bauen oder kaufen würden, würde das eine Loyalität mehr geben. Das ist nicht wirklich der große Unterschied, denn wir verlieren im Augenblick 5 Loyalitätspunkte pro Runde. In dieser Stadt 3, 2 hier. Also dann müssen wir wirklich irgendwas machen, was uns ernsthaft weiterhilft. Mein Vorschlag wäre, militärisch sieht es mittlerweile halbwegs gut aus. Wir haben viele Truppen produziert. Wenn ihr hier genau hinschaut, dann seht ihr hier, dass wir militärisch etwa so gleich stark sind wie die Mongolen. Dann Grüße an Sigi Jackson. Seit kurzem spielst du selber Civ und schreibst, unser Content hätte dir geholfen. Das freut mich sehr. Viel Spaß beim Spielen. Danke an Schwesi fürs erste Abo. Grüße an Schwesi. Willkommen in unseren Reihen hier. Was ich gerne machen würde, wäre eine Politikkarte einstellen. Wir können ja kostenlos gerade die Politikkarten ändern. Wir nehmen die Agoge-Karte raus.
Damit kann man nur Militäreinheiten schneller bauen und gehen rein mit der Limmatenei. Dann hätten wir wenigstens zwei Runde, zwei Loyalitätspunkte pro Stadt mehr, in deren Stadtzentrum ein Bürger steht. Das wäre allerdings nicht so unheimlich hilfreich, weil sehr hilfreich wäre eigentlich die Disziplinkarte, die uns fünf mehr Kampfstärke bringt gegen Barbaren. Denn ich würde ja gerne raufziehen, würde hier noch ein paar Barbaren killen, hier vorne das Camp hier aufwischen. Aber ich vermute, dass wir mittlerweile so viele Truppen haben, dass wir auch ohne diese Kampfkarte eigentlich durchkommen würden. Weiteres Militär müssen wir nicht zwingend bauen. Hier können wir ein Monument zum Beispiel einstellen in die Produktion. Der Kauf eines Monumentes, da sind wir himmelweit von entfernt. 240 Gold, das können wir knicken. Hier vorne könnten wir auch ein Monument einstellen. Es dauert zu lange, bis wir eins kaufen können. 14 Runden ist verdammt lange. Den Krieger hier tauschen, den müssen wir noch gar nicht, können wir beenden. Oder was wir machen können, wir können den Campus hier reinstellen. Der wäre in 6 Runden dann fertig. Und das wiederum wird für uns den Vorteil bekommen, dass wir relativ schnell hiermit fertig werden mit dem Staatsdienerturm. Das Staatsdienerturm haben wir weitestgehend schon erforscht. Die letzten 3 Forschungsrunden würden wir geschenkt bekommen, wenn wir den Trigger hier packen, einen beliebigen Spezialbezirk errichten. Das wäre in dem Fall der Campus, dann hätten wir das hier vorne abgeschlossen. Aber nochmal, um zurückzukommen zum Thema Annehmlichkeiten. Eine gute Möglichkeit, mehr Annehmlichkeiten zu bekommen, wäre... Der Bau von Regierungsplätzen geht noch nicht. Im Chat schlägt das Ex-King vor, Regierungsplatz ist noch nicht erforscht. Ein guter Tipp kam allerdings rein von Jim Rayner. Wir sollten uns dem Thema Annehmlichkeiten widmen. Denn je unzufriedener eine Stadt ist, desto eher Loyalitätsprobleme. Und wenn ihr hier mal reinseht, wie zufrieden wir sind, wir haben eine ganz niedrige Zufriedenheitsstufe hier. Allein die kostet schon -3 hier vorne an Loyalität Runde für Runde. Die Stadt ist unzufrieden und es würde schon ein Luxusgut genügen, das wir haben. Ein Luxusgut, das in jeder unserer Städte 2 Bürger eine Annehmlichkeit bringt und damit 2 Bürger zufriedener macht, damit wir hier aus dem Gröbsten rauskommen. Und dafür bräuchten wir eigentlich nur einen Handwerker, der hier vorne die Oliven anschließt oder hier hinten den Wein, der ist sogar innerhalb unserer Grenzen. Und oder hier vorne den Mais. Wir könnten sogar, wenn wir Oliven, Mais sage ich schon, Honig, Oliven und Wein bekommen, es eventuell sogar hinbekommen, dass wir auf glücklich kommen und sogar eine tolle Zufriedenheitsstufe hätten, zusammen mit der Militärkarte und dann so eine hohe Zufriedenheitsstufe hätten, dass wir gar keine Probleme mehr bekommen. Das wäre eine Option. Problem ist, um alle diese Luxusgüter, also sowohl die Oliven als auch der Wein brauchen die Modernisierung Plantage. Die Modernisierung Plantage bekommt man mit der Technologie Bewässerung und die ist hier. Die dauert 9 Runden. Früher bekämen wir die, wenn wir eine Ressource abbauen. Fragen in den Chat. Habe ich das richtig im Kopf? Dass das, ist mal wieder so eine obskure deutsche Übersetzung, dass der korrekte Trigger dafür ist, dass man auf einer Bonusressource einen Bauernhof errichtet hat. Habe ich richtig im Kopf, dass das korrekterweise heißt, bauen Sie einen Bauernhof auf einer Bonusressource. Das wäre Mais, Reis oder Weizen. Chat bestätigt mir das, danke euch. Haben wir eine solche Bonusressource irgendwo bei uns in der Nähe? Nein, keine. Das ist ein Luxusgut, keine eine. Das ist doof. Ich sitze hier übrigens vor dem... So ist besser, ich saß vor der Minimap. Dann hilft uns das gar nicht. Wir haben hier ganz weit hier oben eine Reisressource. Davon ist eine Weizenressource. Das heißt, hätten wir hier einen Handwerker, dann würde uns das drastisch hier rüber katapultieren. Wir hätten 4 der 9 Forschungsrunden etwa geschenkt. Ein Handwerker zu bauen kostet 12 Runden. Ein Handwerker zu kaufen sollte etwa so teuer sein wie ein Monument. 215 Gold. Wir überlegen uns mal eine andere... Ja, das ist ein guter Hinweis im Chat. Der Honig, der bekommt man durch eine andere Modernisierung, der bekommt man durch ein Jagdlager. Und ein Jagdlager haben wir schon erforscht, im Augenblick, wo wir uns die Tierzucht geholt haben. Da bekommt man die Modernisierung Jagdlager freigeschaltet. Wir bräuchten einmal einen Handwerker irgendwo.
Wir schauen mal, ob uns die, ob uns Genghis Khan eine Luxusressource verkauft. Ob er eine hat, die er uns verkaufen kann. Er hat die Wale aber nicht doppelt, er ist auch nicht bereit, die zu verkaufen. Das klappt nicht. Er hat auch einen roten Smiley, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass er lieb zu uns ist. Ja, also wir bräuchten am realistischsten, am schnellsten geht es tatsächlich, einen Handwerker zu bekommen und mit dem Handwerker hier den Honig anzuschließen und hier vorne den Weizen anzuschließen. Ein Handwerker hat drei Aktionen, mit der dritten Aktion dann hier rüber zu rennen und den Wein anzuschließen. Und wenn wir den hier bauen würden, den Handwerker, würde der dauern nur 4 Runden. Den würden wir vor dem Campus uns holen. Das ist ein guter Plan. Und wir könnten sogar hier reingehen, überall Handwerker einstellen, den Produktionspunkt in allen Städten rausnehmen. Wir gehen hier oben rein mit der Limatenei-Karte, dass wir mehr Loyalität haben. Wir gehen hier unten rein mit 30% Produktion für Handwerker. Und dann bauen wir in jeder Stadt Handwerker an. Wie lange dauert das? Wann ist der nächste Politikkartenwechsel? In 2 Runden. Dann würde das ja länger dauern. Die Siedlerkarte muss warten. Ja, wir könnten in 2 Runden, in 6 Runden nochmal wechseln. Lass uns das machen. Und wenn wir einen Handwerker hier in den Bau einstellen würden, 10 Runden, mit der Politikkarte wahrscheinlich 7, können wir machen. Und hier vorne, da hätten wir sehr viele Leute, wenn wir überall einen Handwerker hätten, würden die Städte auch schneller wachsen, könnten hier die Weide anschließen, Weiden haben, geben dank eines Pantheons, das wir haben, einen weiteren Kulturpunkt. Das ersetzt quasi bei uns die Weide des Monuments. Ein Monument gibt normalerweise 2 Kulturpunkte, weil wir hier Loyalitätsprobleme an den beiden Städten haben, allerdings nur einen Kulturpunkt. Und würde mehr Produktion bringen und das Monument ersetzen. Der Handwerker hier 12, lass uns das so machen. Wir bauen in jeder Stadt, stellen wir einen Handwerker ein. Ja? Den Campus lassen wir weg. Was wir auch machen könnten natürlich als Fixing für die Gouverneure. Wir packen Magnus in einer der beiden Städten hin. Dann haben wir sofort 8 Loyalität. Weil in dem Augenblick, wo er auf dem Weg ist in der Stadt, der muss noch gar nicht angekommen sein, hat die Stadt 8 Loyalität. Und dann bauen wir doch erstmal den Campus hier oben. Der Campus ist ja in 6 Runden fertig. Und dann haben wir den zweiten Gouverneurstitel und damit setzen wir hier den Gouverneur hin. Und dann haben wir die beiden Städte loyalitätstechnisch erstmal safe. Und dann bleiben die auch produktiv. Und danach können wir dann die Handwerker bauen dort. Problem wäre, wir würden den zweiten Gouverneurstitel, den wir eigentlich für Magnus reserviert hätten, für die Siedlerbeförderung, in einen anderen Gouverneur verschwenden, aber wir holen uns sowieso ja irgendwann Pingala und dann würden wir schon mal einmal Pingala holen. Machen wir das auf diese Weise. Alles klar, dann machen wir das so. Prima. Dann gehen wir hier vorne hin und nehmen die Agoge raus, nehmen die Limatenei rein, nehmen die Stadtplanung, lassen wir... Wir bauen Handwerker, hatten wir gesagt, auf jeden Fall. Wir bauen trotzdem Handwerker. Wir bauen Handwerker in 2 der Städte. Dennoch schon mal an. Das sind die Städte, in denen die Handwerkerproduktion schneller dauert. Und brauchen wir dann überhaupt den Loyalitätsschub noch? Für 2 Runden gönnen wir uns das. Dann müssen die Städte nicht so weit runterfallen. Wir könnten noch für 2 Runden die Kampfstärke gegen Barbaren mitnehmen. Die brauchen wir aber nicht. Für 2 Runden halten wir die Loyalität in beiden Städten noch halbwegs oben. Wir gehen hier rein mit der Produktionskarte für die Handwerker. Alles okay? Machen wir das so schon mal, bestätigen das einmal. Und jetzt packen wir, hier hatten wir die größten Probleme mit der Loyalität. Die Frage ist aber, wann werden wir den Magnus wieder umziehen und in eine andere Stadt transportieren? Ist eine der beiden Städte potenziell die produktivere und wird vielleicht sogar dauerhaft Siedler produzieren? Wir schauen uns das mal an. Ich glaube, am ehesten Bullhammer. Weil Bullhammer ist, glaube ich, potenziell die produktivste Stadt. Dann schicken wir Magnus hier hin und hier vorne schicken wir gleich Pingala hin. Andererseits, Pingala ist für die Stadt immer die bestgeeignete Wahl, in der wir das schnellste Bevölkerungswachstum mutmaßen. Und das wird eher in Bullhammer sein, weil wir hier mehr Nahrung bekommen. Wir schicken hier vorne Magnus hin, da hinten schicken wir Pingala hin. Magnus, hier gibt es auch die größten Loyalitätsprobleme. Einmal Umzug hier vorne.
Und hier nach Bullhaven bitte hin. Und dann bauen wir hier vorne den Campus-Distrikt hier vorne hin. Das wird auf Dauer ein 5er-Campus sein, aber erstmal ein 4er, denn 5er nur dann, falls wir hier oben einen Bezirk hinbauen, zum Beispiel eine heilige Stätte. Alles klar. Ja? Und dann brauchen wir hier vorne noch einen Krieger drin, dann haben wir noch ein bisschen extra Loyalität. Da bleibt einer drin stehen und hier gehen wir auf die Jagd, entweder nach dem Bogenschützen, der könnte aber auch die hier unten tyrannisieren. Oder wir laufen hier oben schon rüber und checken das Barbarenlager aus und greifen einmal vorsichtig an. Ich glaube, da hätte ich zuerst schießen sollen, aber ist nicht so schlimm. Geht auch so. Nein, kein Handwerker in London, weil wir ja den nächsten Gouverneurstitel brauchen, Northbulmen. Und den bekommen wir, wenn wir hier vorne fertig sind, wenn wir den Spezialdistrikt gebaut haben, haben wir automatisch das Staatsdienertum erforschen und haben dann den Gouverneurstitel da. Das ist der Plan. Hier gehen wir auf die Jagd. Hier gehen wir auf den Angriff. Hier heilen wir aus. Hier ziehen wir vor. Northwoman kommentiert, ich lese vor. Hä? Fragezeichen. Soll ich es nochmal erklären? Wir brauchen keinen zweiten Gouverneur. Warum, Jim Rayner? Erklär mal, warum wir keinen zweiten Gouverneur brauchen. Wir brauchen einen Gouverneur hier vorne in Bullhammer und wir brauchen einen Gouverneur hier vorne in Bullhaven, wegen des Loyalitätsdrucks. Hier haben wir einen und einen zweiten bekommen wir hier vorne, denn wir haben ja nur einen Gouverneur. Dafür brauchen wir den zweiten Titel. Ihr seid optimistisch, dass wir hier keinen Gouverneur brauchen? Echt? Sobald wir die Handwerker haben? Ja, aber wir haben doch den... Wir haben aber gerade uns für einen anderen Plan entschieden. Ich ziehe den Plan durch, den ich gerade erklärt habe. Der bleibt so, wie er ist. Ich habe auch keine Lust, den jetzt nochmal umzuschmeißen. Jetzt holen wir uns an den Widmungsbonus hier, freie Forschung, ein Heureka, immer dann, wenn wir einen Zeitalterpunkt bekommen oder ein Wissenschaftsgebäude. Hier vorne brauchen wir keine Loyalität. Und hier vorne kundschaften wir noch etwas zu Ende alles aus. Die Stadt verliert im Augenblick keine Loyalität mehr, die noch ein bisschen. Allerdings nur 1-2 die Runde. Eine Runde weiter. Tuna, der Bullhaven hat deshalb volle Loyalität, weil ich ja einen Gouverneur gerade reingeschickt habe. Deshalb. Und der hier ist ja schon einer. Also ein Gouverneur gibt dann Loyalität in dem Augenblick, wo er auf dem Weg ist in der Stadt bereits. Miroles, danke fürs 20. Abo hier. Grüße an dich. Dann wollten wir hier noch ein bisschen kämpfen und attackieren. Ein Angriff hier rechts. Hallo, Ichidna. Schön, liebe Grüße an alle, die von YouTube rüberkommen. Ichidna, willkommen bei uns. Dann geht's hier langsam vorwärts. XP sammeln. Einmal heilen bitte. Nochmal gucken, was hier unten ist. Nix. Einsatz mit X. Ein Exerburger ja schon in 6 Runden. Kann sein, dass dann, ja, wir wissen nicht genau, wie die. Nee, das Bevölkerungswachstum hier unten läuft. Deshalb ist es könnte sein, dass wir den zweiten Gouverneur nicht brauchen. Aber wir warten noch einen Moment ab. Wir müssen erst in 5 Runden hier entscheiden. Vorher nicht. Eine Runde weiter. Ein Weltwunder wurde gebaut. Die Pyramiden irgendwo.
Die Barbaren greifen unseren Bogenschützen an. Militärischen Wissens nicht, aber wenn Männer sich bei der Kriegsführung sklavisch Regeln unterwerfen, werden sie scheitern. Ulysses S. Grant. Ab jetzt haben unsere Einheiten sogenannte Flankierungs- und Unterstützungsbonusse. Das ist, Flankierungsbonusse heißt in der Offensive, wenn man eine Einheit angreift und mehrere unserer Leute stehen neben einem Feind, dann bekommt man für jeden unserer Leute, die neben einem dieser Feindeinheit steht, einen kleinen Angriffsbonus für jede Einheit. Und Unterstützung ist das gleiche Prinzip, nur in der Defensive, wenn wir angegriffen werden. Und rund um die angegriffene Einheit von uns steht ein oder zwei oder drei Kameraden, dann haben wir durch jede Einheit, die uns beschützt, an unserer Seite steht, einen kleinen Defensivbonus. Jetzt schauen wir als erstes, immer wenn man eine neue kulturelle Errungenschaft hat, immer erstmal checken, was macht man danach. Das bekommen wir gleich automatisch. Wir können in die Mystik reingehen. Wir hören eh beide. Nee, ist das eine Sackgasse hier? Nee, Außenhandel ist keine. Wir gehen hier mal hin und holen einen Gesandten. Geh mal in die Mystik rein. Blair, liebe Grüße. Danke dir. Fürs 25. Abo. Hi, Blair. Hier weiter angreifen. Ich gucke immer, ob die Mongolen eventuell schon zu uns rüber marschieren. Das ist aber nicht der Fall. Ja, einmal befördern. Und einmal beinahe töten. Einmal schwächen. Einmal eine Beförderung holen. Wir verzichten auf den Schuss. Wir verlieren zwar einmal XP, aber Salve. Fernkampfstarke gegen Landeinheiten mache ich immer am liebsten. Kümmern wir uns um das Barbarencamp hier oben. Wir könnten schon einmal angreifen, aber wir können dann auch gleich durch die Bogenschützen erstmal schwächen. Ja, wir brauchen sowieso mehrere Angreifer. Wir müssen zwar über den Fluss hinweg gleich angreifen, aber wir haben ja dann zum Ausgleich den Flankierungsbonus, über den ich gerade geredet habe. Wir können schon mal hier anfangen, Städte zu planen, wenn ihr das möchtet. Zu überlegen, wo hier coole Städte wären. Oder wir ziehen erst die Situation im Osten durch. Aber das schreit schon mal nach einer Stadt. Im Chat wurde eben auch schon begeistert aufgeschrien. Drei Trüffel vorkommen nebeneinander und auf der anderen Seite dieses super deluxe Dschungelfeld hier mit den vielen Bananen, drei Nahrung, eine Produktion. Und hier noch ein Fluss. Der Fluss bringt in der Siedlerkarte, in der Siedleransicht dunkelgrün zu erkennen. Binnenwasser überall. Das ist schon mega, mega cool. Also falls mal, ich mache mal ein Beispielzeichen nicht ein. Ohne lange drüber nachzudenken, wenn wir hier zum Beispiel eine Stadt hingründen würden, hätten wir Trinkwasser. Und wir hätten dreimal Trüffel um die Nähe. Schwemmland hier bringt potenziell bei Überschwemmung kleinere Verluste. Aber dafür haben wir hier unten sehr viel Produktion durch Dschungelfelder. Allerdings hätten wir keinen coolen Platz für den Campus. Es sei denn, es gibt ein Riff hier irgendwo. Die Riffe geben einen Nachbarschaftsbonus von plus 2 für den Campus. Da ist ein Riff, da ist eins, da oben ist eins. Das ist ein Vulkan. Von dem halten wir hier ein bisschen Abstand. Der kann bisweilen explodieren. Hier oben ist ein toller Campusplatz neben dem anderen. Das ist sensationell. Also auch das hier vorne zum Beispiel ist wegen des Riffs hier und den beiden Bergen auch ein Vierer-Campus. So viele Städte kann man gar nicht gründen. So dicht nebeneinander. Wir können ja nur einen Campus pro Stadt haben. Jedes einzelne Feld hier wäre potenziell ein super cooler Vierer-Nachbarschaftscampus. Unfassbar. Wir halten das mal offen. Wer weiß, was wir noch an strategischen Ressourcen durch Forschung entdecken. Vielleicht noch ein Eisenvorkommen oder anderes. Behalten das mal im Hinterkopf und laufen erstmal weiter in der Gegend rum. Jetzt nach oben bitte. Und eine Runde weiter hier vorne. Politikkarten. Brauchen wir noch die Limatenei? Volle Loyalität plus 4. Hier brauchen wir die nicht. Und hier haben wir minus 1, 2. Vier Runden lang läuft das. Handwerkerkarte ist drin. Loyalitätskarte bleibt auch noch drin.
Oder wir mischen einmal für vier und wir erlauben der Stadt mal vier Runden lang runterzufallen mit der Loyalität und nehmen die plus 5 Angriffsstärke gegen die Barbaren rein, damit wir das Barbarennest hier schnell weg haben. Das wäre auch eine Option. Wenn wir hier oben reingehen würden, würden wir für vier Runden die Liamatenei austauschen gegen die Disziplin. 5 Kampfstärke hilft auch beim Fernkampf. Kampfstärke ist der Basiskampfwert, der bei Nah- und bei Fernkampf eingerechnet wird. Das wäre auch eine Option. Aber die Frage ist, brauchen wir die? Was ist zwingender? Disziplin wäre eine Komfortgeschichte. Ach, wir riskieren es mal. Wir machen es mal so, wie es hier ist. Wir haben ja so viele Einheiten. Wir setzen mal drauf, dass es gut geht. Eine Runde weiter, bitte. Mhm. Jetzt können wir hier vorne nochmal XP holen und den hier aufwischen. Der Bogenschütze kann keine vernünftigen XP-Punkte mehr bekommen, denn ab der ersten Beförderungsstufe, die der Einheit hat, bekommt sie beim Kampf gegen Barbaren immer nur noch maximal ein XP dazu und mehr nicht. Das ist dann gedeckelt. Der dagegen, den können wir nachher gut aufleveln. Jetzt schwächen wir die einmal von hier links. Und das ist natürlich sehr schön hier. Wir können direkt reinmarschieren. Ganz zauberhaft. 30. Und weil dicht neben unseren Städten gleich 3 Zeitalterpunkte dazu bekommen, je dichter in den ersten Zeitaltern bekommt man, wenn man einen Barbarencamper aufmischt in der Nähe der eigenen Städte, irgendwann nicht mehr, aber im Early Game schon, Zeitalterpunkte. Und man bekommt, je dichter die an den eigenen Städten ranstehen, umso mehr Zeitalterpunkte. Und die brauchen wir so dringend. Denn wir träumen natürlich davon, vom dunklen Zeitalter in ein goldenes zu springen. Denn wenn man das von einem dunklen Zeitalter aus schafft, heißt das nicht goldenes Zeitalter, sondern Heldenzeitalter. Und das unterscheidet sich vom goldenen dadurch, dass man dann statt einer Widmung aus 4 eine sich auswählen kann, dass man sich sogar 3 aussuchen kann aus den 4 Widmungen. Das ist natürlich mega cool hier. Das wäre eine tolle Geschichte hier. Wenn wir das hier schaffen, wir versuchen es mal. Wir erlauben allen, ja, wir bleiben hier stehen. Die sollen kommen. Ich würde gerne hier schon runterziehen. Wir müssen aufpassen, das ist ein Barbarenkampf. Wenn die mit einem Speer rüberziehen und uns entdecken, der Speer rennt zurück, kann es sein, dass die in irrem Tempo nochmal viele Einheiten produzieren. Deshalb würde ich gerne schon mal ein bisschen mit denen zurück und Richtung Westen ziehen. Der gibt uns Unterstützungsbonus für die beiden Einheiten hier. Ausheilen. Ausheilen. Und eine Runde weiter. Im Chat wird gesagt, der gebe keinen Unterstützungsbonus. Nach meiner Kenntnis ja. Also wenn die Einheit hinter den Angegriffenen steht, ist ein Unterstützungsbonus. Aber ihr meint nur, wenn der auch neben dem Feind steht. Nur dann sei es ein Unterstützungsbonus. Seid ihr euch sicher? Wo kommen denn die ganzen Civ-Fans her? Liebe Grüße an alle. Über 1000 Civ-Begeisterte hier. Grüße an euch. Wir spielen mit dem Blumenkranzschäuser, mit Eleonore von Aquitanien und Britannien. Wir spielen mit den Engländern, wir spielen auf Gottheit. Wir spielen gegen Barbaren, gegen Mongolen. Und wir spielen heute die riesengroße Challenge gegen pessimistische Zuschauer. Wir haben eine Kanalwette auf Twitch laufen und die heißt: Wie viele Städte haben wir am Ende des heutigen Streams? Und bitte, liebe Chatmods, postet mir nochmal das Ergebnis der Kanalwette rein. Aber es war verdammt pessimistisch für mich. Verdammt.